Viel Spaß beim zweiten Teil vom Interview mit Jens Nowotny zum Thema, wie bleibe und werde ich Fußballprofi? Wenn wir dann so einen jugendlichen Spieler uns anschauen, der ist in der A-Jugend, zweites Jahr, der große Schritt zu den Senioren ist ja immer mit entscheidend. Ne? Und ich glaube, man muss es wahrscheinlich recht schnell auch dann schaffen. Wenn jetzt so ein Beispiel zum Beispiel bei Leverkusen spielt, ist der Wirtz. Ne? Und hat ja einen ganz passablen Auftritt zurzeit. Ja. Nationalmannschaft sogar noch. Was ist denn jetzt der Punkt, auch wenn ich nicht vielleicht direkt in der Bundesliga, in der Nationalmannschaft spiele, aber wenn ich so die ersten Einsätze sogar bei den Profis habe, vielleicht auch nur Freundschaftsspiele, was muss ich denn dann machen, um dran zu bleiben, mich weiterzuentwickeln, um dann zu sagen, jo, das ist der Mann für meine Mannschaft? Ist das auch nachher, neben der täglichen Arbeit, gibt es weitere Faktoren? Also innerhalb des Vereins Hilfe einfordern. Das also persönlich Leute ansprechen, was auch, kann ich machen oder was? Auch ja. Es gibt in jedem Verein... sag mal, der Trainer ist ja immer sehr erfolgsgetrieben, ne? Weil wenn er 6-mal verliert, ist er weg. Aber es gibt andere Menschen in einem Verein, die unabhängig des fußballerischen Erfolgs dann auch da sind. Das ist meistens so Athletiktrainer, Fitnesstrainer, Physiotherapeuten, die eine unglaubliche Erfahrung auch haben, weil sie schon jahrelang in dem Bereich tätig sind. Und mit denen über alles Mögliche halt quatschen, sich ein bisschen öffnen, Hilfe annehmen wollen auch, wenn jemand kommt und sagt, oh, wir können vielleicht das und das machen. Ist heute wahrscheinlich ein bisschen einfacher und schwieriger in beiderlei Hinsicht, denn einfacher, weil viel, viel mehr Kompetenz da ist in allen möglichen Bereichen, was es natürlich aber auch schwieriger macht. Aber mich würde mal interessieren, was waren, wenn Sie zurückblicken, Ihr emotionalster, schönster Moment in Ihrem Fußballerleben? Das war natürlich 2006 bei der WM, bei der Heim-WM, das Spiel um Platz 3, wo ich spielen durfte. Weil der Hut sich überhaupt verletzt hatte, ne? Genau, erstmal hatte Peer gesagt, also ich sag mal so salopp, Spiel um Platz 3 spiele ich nicht mehr, ne, weil der war ja auch verletzt. In Portugal, ne? Endspiel hätte er garantiert noch gespielt, da bin ich hundertprozentig sicher. Ja. Und dann hat er erstmal gesagt, okay, er spielt nicht. Dann, und Robert Huth verletzt sich beim Warmmachen und ich durfte noch spielen. Ja. Und nach dem Spiel die Momente mit Oliver Kahn zusammen und dann unseren Sohn auf der Tribüne schlafend im Arm von meinem Vater zu sehen. Ich glaube, das war so der schönste Moment wirklich, den man im Fußball genießen kann. Ja, und einmal gibt es leider immer eine Medaille mit zwei Seiten. Würden Sie auch einen Punkt heraussuchen, wo Sie sagen, das war der bitterste? Also... ergebnistechnisch gibt es bestimmt viele, sei es, wenn man jetzt Champions League-Endspiel verloren hat, Pokal-Endspiel, Meisterschaft versemmelt, was weiß ich. Aber persönlich würde ich sagen, die unverständliche Suspendierung von Bayer Leverkusen. Ah, okay, ja, das habe ich noch nachgelesen, dass sie da mehr oder weniger rausgeschmissen wurden. Ja? Genau, ja, also rausgeschmissen, das hat mir auch wieder die Augen geöffnet. Ich wurde... Erläuterung, Sie haben dann mittrainieren dürfen, aber haben nicht mehr gespielt. Ne? Genau, richtig. Nach Jahren suspendiert. Und dann wurde ich verteufelt von den Fans und von den Zuschauern und dann plötzlich durfte ich wieder spielen und dann wurde ich wieder gefeiert. Und also das sind solche Dinge, die einem auch wirklich die Augen öffnen, dass es nur um das Ergebnis auf dem Platz geht. Der Rest ist, und da bleibe ich bei meiner Meinung, die ist so verfestigt über meine Karriere geworden, der Einzelne, der interessiert nicht, sondern es interessiert den Fan, was am Wochenende auf dem Platz passiert. 11 müssen spielen und ob da die Nummer 5, die Nummer 6 oder die Nummer 33 spielt, ist egal, Hauptsache es wird gewonnen. Da habe ich jetzt, passt gut zu meiner nächsten Frage, die ich aufgeschrieben habe. Sie gehörten ja zu den besten Verteidigern. Damals gab es noch den guten Libero, den kennt ihr heute schon fast die Jugend nicht mehr. Sie waren auch nicht nur Libero, sondern auch Außenverteidiger, ne? Und gehörten ja zu den besten der Welt. Und dann ist Arsenal wohl an Bayer herangetreten und hat irgendwie umgerechnet heutzutage 40 Millionen Euro geboten. Wie weit ist der Mensch denn im Fußballgeschäft Ware und wie weit ist er Mensch? Er ist eigentlich... Er ist eine Ware. Also Mensch ist, ja, ich habe für mich auch immer gesagt, wo es wirklich menschlich noch, für mich zumindest in der Karriere, war bei der Nationalmannschaft. Ja. Weil da natürlich nicht der wöchentliche Erfolg wichtig ist,
sondern du hast komprimiert ein Turnier oder ein Spiel, okay, da musst du dich darauf vorbereiten. Und trotzdem hast du immer das Gefühl gehabt, bei allem, was bei der Nationalmannschaft arbeitet, warst du als Mensch wirklich wichtig. Und ansonsten, du musstest funktionieren. Ich meine, ich habe bei Leverkusen, ich war Kapitän und der Trainer hat sich mit uns ausgetauscht, mit dem Mannschaftsrat vorm Spiel, mit mir auf dem Zimmer, haben wir über die Strategie gesprochen, über was wir alles vorhaben, wie wir es umsetzen wollen. Und dann habe ich mir das Kreuzband gerissen und dann hat er mich nicht mehr gegrüßt. Und die Aussage von ihm war, bist du fit, bringst du mich weiter, bist du verletzt, kann ich mit dir nichts anfangen. Punkt. Auf einen Seite kann man sagen, eine ehrliche Aussage, auf der anderen Seite ist natürlich eine Brutalität und eine emotionale Schwäche, ne? Jein, also ich komme mit so einer Ehrlichkeit, auch wenn sie brutal ist, viel besser zurecht. Auch als ich in Kroatien war, bei Dynamo Zagreb, kam dann der Trainer. Ich hatte mich zum Schluss der Karriere hin wieder leider verletzt, habe dann wieder angefangen zu trainieren, hatte aber wieder Schmerzen und Probleme. Und dann hat er mich vor der Winterpause reingerufen und hat gesagt, ich weiß nicht, wie es mit dir weitergeht, ich kann mit dir nicht planen, also wollte ich dir nur noch mitgeben. Punkt. Ja. Also das war knallhart, aber es war ehrlich. Und mit Ehrlichkeit kann ich viel, viel besser umgehen wie mit einer Scheinheiligkeit. Dann bin ich ein bisschen bei dem Punkt der Verletzung und den, ja, ist ja fast schon ein konjunktureller Verlauf der Emotionen bei Ihrer Karriere. Als ich es nochmal gelesen habe, ich kann mich wirklich an jedes einzelne, in jede einzelne Saison erinnern. Natürlich nicht intensiv, aber das liest sich ja ein bisschen wie eine kitschige Vorabendserie, diese 4-5 Jahre. Also 1995, 96, nachdem Sie von Karlsruhe nach Leverkusen gegangen sind, sind Sie mit Bayer Leverkusen fast abgestiegen, ne? Nee, ja. Ich nicht. Das da haben Sie, also ich dachte, ich hatte gelesen, dass Sie noch den großen Beitrag geleistet haben, nicht abzusteigen. Hätte ich gern. Waren Sie noch nicht. Aber das war nur Daumen drücken, weil in dem Jahr bin ich gewechselt. Also, Also das Spiel Fast abstieg war noch raus. Das Spiel gegen Kaiserslautern, das war das letzte Spiel, bevor ich dann praktisch. Wo Völler und Bremen, genau. Alles klar. Dann kommen Sie hin, dann sind Sie quasi die Wende. 96, 97 nämlich, werden Sie leider Zweiter mit 2 Punkten Abstand hinter Bayern. Ja. Also ein Riesenerfolg, aber natürlich schwingt da ja auch mit, schade, wäre gerne Meister geworden. Genau, ja. Klar. Dann 1999, 2000 waren Sie dann bis zum 11 Spieltage lang Erster und dann bis zum letzten Spieltag, so oder einen Spieltag vor Schluss, gab es dann nochmal eine Niederlage gegen Haching und das hat Ihnen das Genick gebrochen. Es war ja ein ganz brutales Spiel mit dem Eigentor von Ballack auch. Ja. Ne? So, dann sind Sie also so ein gefühlter Meister der Herzen. Bayer Leverkusen hatte, glaube ich, nie so viele Sympathien wie in der Zeit. Mhm. Das war ja eine Wahnsinnsmannschaft. Dann gehen Sie zur Europameisterschaft. Trainer war damals Ribbeck, richtig? Ja. Das war so der gefühlte Tiefpunkt der deutschen Nationalmannschaft in den letzten 10er Jahren, würde ich sagen. Ja. Da sind Sie in der Vorrunde mit der Nationalmannschaft rausgeflogen. Ne? Dann kommen Sie zurück und dann die Saison 01-02 spielen Sie aus meiner Sicht bei einer der besten Vereinsmannschaften der Welt. Sie sind im Champions-League-Finale, Sie sind im DFB-Pokalfinale und Sie sind bei der Meisterschaft klar oder nicht, also auf jeden Fall ein ernstzunehmender Konkurrent zu Bayern und Dortmund. Genau, ja. So, dann, bei mir war es so, ich habe das alles aufgesogen und hatte brutale Sympathien für diesen Fußball, der gespielt wurde. Jetzt stelle ich mir vor, wie das ist, dass man so viele Möglichkeiten hat, Erfolge zu feiern. Und dann haben sie im Champions League Halbfinale gegen Man U, reißen sich das Kreuzband, ja? Ja. Und da hängt jetzt dran, ich bin nicht dabei beim DFB-Pokalfinale, dass wir gegen Schalke verlieren. Ich bin nicht dabei beim Finale gegen Real Madrid, dem wichtigsten Sportereignis, vielleicht neben dem Football-Endspiel auf der Welt. Ich fahre nicht mit zur Weltmeisterschaft von wo Rudi Völler völlig überraschend Vize-Weltmeister wird in Südkorea, Japan. Ja. Und die Meisterschaft haben wir versemmelt, weil wir vorletzten Spieltag gegen abschießgefährdeten Nürnberger verlieren. Genau. Ja. Also wie gehe ich denn, oder wie sind Sie mit dieser brutalen Situation umgegangen? Das sind ja, man kann auch sagen, brutal gute zweite Plätze und sagen, extrem traurig, da nicht einen Titel mitzunehmen, ne? Und selber nicht mitspielen zu dürfen. Ja, natürlich, das ist kurzfristig natürlich gewesen. Zu dem Moment, als die Diagnose kam, Kreuzband, dann war natürlich bei mir im Hinterkopf lief schon der Film ab. Okay, du weißt, du hast operiert,
dann kommst du dahin, dann kommst du zur Reha, dann dauert es so lang, dann dauert es so lang, patsch, und dann bist du wieder da. Punkt. Das ist ja auch toll, wenn man das jetzt weitergehen würde. Das Problem ist ja, wenn wir noch mal kurz nachher zurückkommen zu den Finals auch, Sie haben die Reha gemacht, Sie waren wieder irgendwann fit und sagt, hier komme ich, ich komme wieder. Neuer Trainer, Klaus Augenthaler, Comeback, erstes Spiel, ich werde gefoult, neuer Kreuzbandriss. Genau. Das und ist natürlich schwierig, das Gleiche im Kopf nochmal abzurufen, oder? Ist aber so gewesen, echt? Weil alles andere hätte nicht funktioniert. Also ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, meine ich. Meine Frau wird vielleicht was anderes sagen, ja. Weil es ist ja auch so, wenn man dann verletzt ist, dann wird man als Fußballer oder als Allgemeinsportler wird man ja unausstehlich zu Hause, weil du kannst nichts machen. Das Schlimmste, was dann immer passieren kann, ist, du gehst, was mir ja auch dann passiert ist, du bist verletzt, gehst ins Stadion und die Jungs unten verlieren. Und dann drehen sich die Leute rum und sagen, boah, du musst fit werden, du musst kommen, du musst. Und das sind auch solche Dinge, die man dann aufnimmt, aber wo einem dann wirklich, um es mit der saloppen Sprache zu sagen, mal ein bisschen auf die Eier gehen. Ja. Weil ich bin da kein Zauberer, ich weiß, was die Zeit bringt und wie lang das es dauert. Und ich tue ja schon mein Bestes und die Jungs unten tun auch ihr Bestes. Fertig. Das sind halt solche Sachen, aber der Film im Kopf lief genauso ab. Können Sie sich an die Situation erinnern, wie es war, zum einen das Champions-League-Finale verfolgen zu müssen, in dem Sie ja auch noch besser waren als Madrid, die Leverkusener Mannschaft, an das Spiel gegen Schalke in Berlin im Pokalfinale, als auch die WM Südkorea, welche Emotionen da in Ihnen hochgekommen sind? Also in dem Moment, als das Champions-League-Endspiel war, war man natürlich durch den Verlauf danach enttäuscht, dass es nicht geklappt hat. Im Nachgang war das der größte Fehler, den ich gemacht habe in meiner Karriere, weil ich bin ja in die USA verfrachtet worden zum Operieren. Mhm. Normal hätte ich sagen müssen, ich fliege mit nach Glasgow und mache einen auf Tränendrüse und humpel dann und hol mir die Silbermedaille ab. Mhm. Das hätte ich eigentlich machen müssen. Allein schon für die Emotionen, für mich, für die Stimmung, die da waren und vielleicht auch, wer weiß, dann sitzt du nebendran mit deinen Krücken und dann kommt ein Spieler, laufen an dir vorbei und gucken dich an, denken, ey, okay. Jetzt nochmal on top. Ja. Aber alles Spekulation, aber das war natürlich ein Riesenfehler. Japan, Korea, da war ich dann als Fan eher emotionsgeladen als Fan, aber okay. Nicht als Spieler, der eine Chance verpasst hat. Ja. Ja, und Schalke ist einfach nur dumm gelaufen. Das ja. Aber nochmal, das hilft ja auch nicht, wenn man da den Kopf in den Sand steckt und in Selbstmitleid zerfließt. Die Leute, die interessieren sich eine Woche noch und die Medien und sagen, boah, was dem wieder passiert ist, vierter Kreuzbandriss und hin und her und ach, alles schlimm. Und dann dreht sich die Welt weiter.